Servus Leute und Bonjour hier aus Frankreich. Wir sind hier vor einem Carrefour und da gibt es einen kleinen Waschmaschinenautomaten. Also relativ klein natürlich. Schön oben Solarpanel drauf. Ich würde mal sagen, der ist so 3 auf 4, 5 Meter breit. Und du hast hier einmal 20 Kilo zum Trocknen, 20 Kilo zum Waschen und dann auch nochmal 9 Kilo für 5 Euro. Ist ziemlich nice, man soll hier halt einfach erstmal die Hosentaschen leeren, dann die Produkte rein, man soll kein extra Spülmittel dazu tun und dann halt das Ganze machen. Hier hat man ein kleines Bezahlsystem von Castless. Payment social a partir de 1 Euro, also erst ab 1 Euro kann man damit zahlen, was mich wundert, weil hier ist ja alles über 1 Euro teurer. Aber naja, und dann hat man hier so ein kleines Touchpad und da kann man dann sagen, hier, was man machen möchte. Ignore, keine Ahnung, Lavar und dann 5 bis 9 Kilo und dann sagt man, was man haben möchte. Welches Schaummittel und so weiter, antibakteriell, validar, avant la fin de tu queen. Ignore und dann muss man nur noch hier sozusagen die Karte akzeptieren. Garbianzi. Continua 6,50. So, also da steht zwar 5 Euro, aber das Waschmittel kostet halt extra. Layer. So, und jetzt sagt er hier, Karte 6,50 zahlen. Und dann wäre jetzt hier unten sozusagen die Waschmaschine bereit für uns. Was mir ziemlich gut gefällt, ist, dass da unten so ein Emergency-Haus ist. Der ist zwar auch sehr gut auf Kinderhöhe, aber mein, so ist es halt. Ja, ziemlich nice Ding. Kann man auf jeden Fall mal machen. Hier steht auch schon jemand, der wäscht, ist die Dame hier. Und ja, also ich meine, wir sind hier in einem Touristenbereich. Da sind natürlich viele Leute, die rumreisen, die vielleicht auch keinen Bock haben zu waschen. Oder eine Waschmaschine haben zu Hause und dann geht man einkaufen, lässt es kurz machen und dann kommt man wieder und seine Wäsche ist fertig. Das ist natürlich ziemlich nice. Ja, abonniert auf jeden Fall den Kanal für noch mehr Vending Machine Videos. Wenn euch die Reise von Deutschland nach Spanien interessiert. Also dranbleiben. Ciao und tschüss.